Vielen Dank, lieber Eckbert, für die tolle Anmoderation. Vielen Dank an euch, liebe Delitzscher, liebe Sachsen, geschätzte Landsleute, ja auch werte Pressevertreter. Wir möchten heute wirklich ein Zeichen des Miteinanders setzen und von meiner Seite erstmal ein großes Dankeschön. Wir haben heute hier auf dem Platz tatsächlich quer durch den Widerstand viele Akteure vertreten. Wir haben aus dem Querdenkerlager jemanden da. Wir haben also kompakt hier auf dem Platz. Wir haben den Aufbruch Deutschland. Wir haben die AfD. Wir haben die Freien Sachsen. Und dass ihr uns heute ermöglicht, als Gäste diese Veranstaltung mit Leben zu füllen, dass ihr dabei seid bei dem Zeichen des gemeinsamen Widerstandes. Dafür erstmal von meiner Seite ein herzliches Dankeschön. Und während andere ja immer von diesem gemeinsamen sprechen, von diesem Zusammenstehen sprechen, wir sprechen nicht nur davon, wir lassen Taten sprechen. Bei uns wird das gelebt, was bei anderen nur erzählt wird. Bei uns gibt es keine Distanzierung, bei uns gibt es höchstens mal gegenseitig konstruktive, freundschaftliche Kritik. Aber eines ist doch klar, im Grunde haben wir eine gemeinsame Aufgabe, nämlich unser Land und unser Volk vor diesem Elend da oben zu retten und zu erlösen. Und das geht nur gemeinsam. Nun war für heute auch unser lieber Freund und Kamerad Jürgen Elsässer als Gast vorgesehen, als Redner, hat er auch zugesagt, hat mir aber heute noch sagen müssen, er schafft es leider nicht, weil nämlich seit gestern die LKWs rollen und dem Kompaktunternehmen und natürlich auch dem Ehepaar Elsässer all die Dinge zurückgebracht werden, die ihnen wirklich enteignet wurden vor einigen Wochen. Was sehr schön ist, dass es zurückkommt, endlich nach über einer Woche der Aufhebung des Verbotes, was aber auch bedeutet, dort wird wirklich jetzt gearbeitet, geackert. Die laden ja alles nur davor ab und aus. Und viele fleißige Hände müssen all das jetzt wieder nach drinnen tragen, in die Wohnungen, aber auch in die Geschäftsräume. Müssen die Technik wieder verkabeln, müssen alles wieder in den Urzustand versetzen. Das heißt, das ganze Wochenende geht wirklich drauf. Und ich darf euch ausrichten vom Jürgen Elsässer und seiner Frau Stefanie herzliche Grüße und einen ganz großen Dank für diese riesige Solidarität in den letzten Wochen mit Kompakt, liebe Freunde. Und von mir noch eine ganz kleine Anmerkung als Kompakt-Mitstreiter. Ich freue mich natürlich auch, dass ab nächsten Montag die TV-Sendungen wieder losgehen. Es gibt noch einen sogenannten Notbetrieb, denn ehe das Studio komplett wieder eingerichtet und hergerichtet ist, dauert es ein wenig. Aber wir wollen euch nicht warten lassen. Es geht nächste Woche wieder los. Ab Mittwoch bin ich auch persönlich wieder mit dabei. Und der Nancy Faeser, die das ja alles angerichtet hat, dieses ganze Chaos, dieses Theater, diesen Angriff auf unsere freiheitliche Demokratie, der sollten wir richtig die rote Karte zeigen. Und wie kann man dieser Frau besser die rote Karte zeigen, indem man genau das macht, was sie euch verbieten wollte. Nämlich ab Montag wieder kompakt Brennpunkt schauen und ganz viele Kompakt-Magazin Abos abschließen. Denn genau davor hat die Angst. Das wolltet ihr euch verwehren und genau deshalb solltet ihr es jetzt tun, liebe Freunde. Der Wahlkampf ist ja voll im Gange hier in Sachsen und auch in Thüringen natürlich. Mich hat zum einen erschrocken, was so diese Altparteien mal wieder so geheuchelt rausgehauen haben, wie ernst sie es auf einmal mit dem Bürger meinen, mit den Problemen der Bürger meinen, was sie alles für euch tun wollen, urplötzlich. Aber eine Sache hat besonders hervorgestochen, ihr kennt sie alle, die Partei, eine rot-grüne linksextreme Kasper
Partei. Und die hat es doch tatsächlich geschafft, einen Wahlwerbespot aufzunehmen, in dem tatsächlich vermittelt wird, dass AfD-Sympathisanten, AfD-Wahlhelfer erschossen werden sollen. Selbst der MDR hatte sich dagegen verwehrt, diesen Wahlwerbespot auszustrahlen. Nun weiß ich nicht, ob der MDR moralische Bedenken hatte und Gewissen gezeigt hat, oder ob die Chefs beim MDR gesagt haben, wenn wir diesen Blödsinn jetzt ausstrahlen, dann treibt das ja den bösen Rechten erst recht die Wähler zu. Also den Hintergrund der Entscheidung weiß ich nicht. Aber ein Gericht hat jetzt festgestellt, doch, der MDR muss diesen Wahlwerbespot ausstrahlen, in dem wirklich zu Gewalt aufgerufen wird, in dem zu Mord und Totschlag aufgerufen wird. Und da muss ich sagen, stellt euch mal vor, eine andere Partei wie die AfD oder die Freien Sachsen würden einen solchen Wahlwerbespot fabrizieren, indem sie wirklich Sympathisanten anderer Parteien töten, erschießen lassen wollen. Der bundesweite Aufschrei wäre gar nicht wieder einzukriegen, aber wenn es von links außen kommt, ist es ja was anderes. Weil Linksextremismus ist ja guter Extremismus und nur der Rechtsextremismus, der ist böse. Das ist natürlich alles Quatsch. Und dass die Partei, diese gefährliche Kasper-Partei, diesen Spot gemacht hat und ausstrahlen darf, zeigt, dieser Staat ist am Ende. Wir haben einen ideologischen Linksstaat, wir wollen aber einen freiheitlichen Rechtsstaat. Und ihr habt sicherlich auch mitbekommen, Thema Solingen, was in Solingen jetzt gerade Schreckliches passiert ist. Man hat dort ein Stadtfest veranstaltet über mehrere Tage. Ein, haltet euch fest, ein Fest der Vielfalt. Und die Vielfalt haben die betreffenden Menschen dort jetzt auch deutlich zu spüren bekommen, indem nämlich der Multikulti-Wahn zugeschlagen hat und es gibt wohl 3 Tote und mehrere Schwerverletzte durch einen Messerangriff. Der Täter hat gezielt auf Hals und Weichteile des Körpers eingestochen, wollte also töten. Und ich habe mir heute im Deutschlandfunk eine Berichterstattung zu dem Geschehen in Solingen angehört. Wer das hört, der fällt wirklich vom Glauben ab, wenn er ihn denn überhaupt noch hat. Da wurde rumgeschwurbelt, was das Zeug hält. Und auf die Frage, was man denn über diesen Täter wisse, wurde gesagt, man kann noch überhaupt keine Aussagen treffen. Weil die Zeugenaussagen sind noch nicht verwertbar, denn die Zeugen sind ja alle traumatisiert, müssen psychologisch betreut werden, auf Deutsch gesagt, was die sagen, können wir eh nicht für voll nehmen. Und die Polizei hat sich eben noch nicht öffentlich geäußert. Etwas mutigere Medien als der Deutschlandfunk haben natürlich schon kundgetan, dass es bei dem Täter, wie soll es anders sein, ein Goldstück ist, das hier Schutz gesucht hat, das eigentlich hier nichts zu suchen hat. Und sofort ging natürlich auch die Diskussion los, das Waffenrecht wieder zu verschärfen, weil natürlich das Messer schuld ist und nicht derjenige, der es geführt hat. Man möchte jetzt die Klingenlänge von Messern, die öffentlich oder ich sag mal, außerhalb des privaten Raumes mitgetragen werden dürfen, nur noch 6 Zentimeter groß ist, und denkt damit, das Problem in den Griff zu bekommen. Waffenverbotszonen sollen ausgeweitet werden, woran sich natürlich der Attentäter dann auch halten wird, vollkommen klar. Und ich sage dazu, alles ausgemachter Blödsinn. Wir brauchen keine Verschärfung des Waffenrechts, wir brauchen endlich eine drastische Verschärfung des Einwanderungsrechts, liebe Freunde. Aber das traut sich natürlich Nancy Faeser nicht
zu sagen, das darf sie auch nicht sagen. Und ich wundere mich trotzdem immer nur wieder, wie es doch immer wieder Menschen in diesem Lande gibt, die einer SPD, die einer Partei, die Grünen, einer Linken, auch einer CDU, CSU, auch nur noch eine Stimme geben können. Die Altparteien sind allesamt, ohne Ausnahme, mit Schuld an dem, was hier seit Wochen, seit Monaten, seit Jahren passiert. An jedem Einzelfall tragen die direkt oder indirekt Mitschuld. Und das wissen die auch alle. Die wissen, die haben sich alle schuldig gemacht. Und deswegen rücken die auch immer mehr zusammen. Der Begriff Blockpartei war nie aktueller als im Moment. Wir haben eine Altparteien-Blockpartei. Und niemand, ausgemacht, niemand von denen ist heute noch irgendwie wählbar, liebe Freunde. Und ohne jetzt irgendeinen Namen zu nennen, ohne eine Bezeichnung zu nennen, von mir ganz klar die Aussage, wer sich heutzutage irgendwelchen Koalitionsfantasien hingibt, hinsichtlich dieser Altparteien, der ist doch wohl nicht mehr ganz bei Trost. Jetzt mal ehrlich. Unmöglich. Die sind nicht nur unwählbar, nein, mit denen kann und darf man auch nicht koalieren. Dazu müsste eine Altpartei in den nächsten Jahren erstmal einen Kniefall vor dem deutschen Volke machen. Dazu müsste eine Altpartei drastische Personalveränderungen an ihrer Spitze vornehmen und dazu müsste eine Altpartei ihre Missetaten aufarbeiten in den eigenen Reihen. Wenn das geschehen ist, kann man in Jahren vielleicht mal überlegen, mit der einen oder anderen zu koalieren. Jetzt im Moment absolut nicht. Und egal, ob es eine AfD ist, ob es die Freien Sachsen sind, ob es BSW ist, ob es vielleicht auch im Grunde die Werteunion ist, wer auch nur die geringsten Anzeichen zeigt, mit diesen im Parlament, ich spreche jetzt nicht von kommunaler Ebene, mit diesem im Parlament, wo Gesetze verabschiedet werden, sich zusammenzutun, der verrät den patriotischen Widerstand. Zum Thema Wahlen. Wir sind ja fast im Endspurt, kann man sagen. Am 1.9. geht es zur Sache in Sachsen und Thüringen. Und die Anzeichen stehen ja nicht schlecht dahingehend, dass eben die Parteien außerhalb des Altparteienkartells ordentlich Stimmen bekommen. Und dann, ich weiß nicht, vielleicht die Möglichkeit bekommen, sogar Mehrheiten zu bilden, mindestens aber die Möglichkeiten bekommen, im Landtag Dinge zu verhindern aufgrund ihrer Stärke. Und trotzdem eine Anregung und Anmerkung nochmal von meiner Seite. Ich wünsche der AfD maximale Wahlerfolge. Das meine ich ernst, auch wenn ich vor vielen Jahren dort ausgetreten bin. Ich bin seit vielen Jahren trotzdem stark an der Seite der AfD, unterstütze sie, habe mich nur aus dem ganzen Parteitheater herausgezogen, ganz viel freier agieren. Und nochmal, ich wünsche der AfD maximale Wahlerfolge. Wir brauchen sie. Aber es stellt sich eben doch die Frage nach einem möglichen Koalitionspartner. Es stellt sich diese Frage. Und in Sachsen gibt es dazu eine Antwort. Sage ich genauso deutlich. In Sachsen heißt die Antwort Freie Sachsen. Der natürliche Koalitionspartner der AfD in Sachsen sind die Freien Sachsen. Und es ist nur die Frage, wie kriegen wir diese beiden Parteien in den Landtag von Sachsen? Die AfD wird das schaffen. Deutlich, und zwar mit ihren Erststimmen. Und wir kämpfen alle dafür. Und die Liste der AfD wird nun kaum noch zur Geltung kommen, weil durch die Erststimmen, durch die vielen Direktmandate, die Kapazität der
Liste erschöpft ist. Und da müssen wir sagen, haben wir die Möglichkeit, als einzelner Wähler gleich zwei patriotische Parteien in den Landtag zu wählen. Nämlich wählt euren AfD-Direktkandidaten vor Ort und bringt die AfD stark in den Landtag und wählt mit eurer Zweitstimme die Freien Sachsen und schickt auch die Freien Sachsen in den Landtag. Dann hätten wir in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland einen Dammbruch. Dann hätten wir zwei patriotische Parteien deutlich rechts der Mitte, die im Landtag von Sachsen endlich mal für Disziplin und Ordnung sorgen können. Das heißt, nicht nur mit dem Herzen in die Wahlkabine gehen, sondern auch den Kopf einschalten. Das nennt man taktisches Wählen. Wenn man das richtig macht, geht keiner Partei, weder der AfD noch den Freien Sachsen, irgendetwas verloren. Aber wir können insgesamt dazu gewinnen. Und wir brauchen endlich den Machtwechsel im Lande. Und wenn wir es schaffen, den Machtwechsel hinzubekommen, dann können wir sagen, wie unser Motto heute es auch verlauten lässt, dann können wir sagen, egal was diese Schurken da oben uns, dem Volk, dem Land in den letzten Jahren angetan haben, dann haben wir die Möglichkeit abzurechnen, aufzurechnen und auch gegebenenfalls zu verurteilen. Dann können wir sagen, wenn die Wende gelungen ist, Wende gut, alles gut. Deshalb lasst uns gemeinsam kämpfen, gemeinsam siegen und diese Bagage da oben endlich zum Teufel jagen. Vielen Dank. Jetzt will das beim Eckwert nicht gehen. Ja, ja. Aber es geht das Mikrofon? Die Technik, das ist. Wir schieben. Ja, ja, da ist er da. Wir schieben heute mal alles auf die Wärme und nie auf den Techniker, der uns hier überhaupt aus der Patsche geholfen hat. Und in Kürze geht natürlich auch dieses Mikrofon. Eine kraftvolle Rede, wie wir sie von unserem André gewöhnt sind. André, aber ich habe an dich, weil das ist ja immer noch so ein bisschen, wie war denn das? Ich will nochmal auf Kompakt zurück. Wie war denn das mit deinem Grundstück? Wie war denn das, als du früh um 6, glaube ich, so mal leichtes Klopfen an deiner Tür vernommen hast? Der Jürgen Elsässer stand ja stilecht im Bademantel, früh um 6 vor allen Medien. Ich glaube, du hast gar keinen Bademantel. Was hast denn du überhaupt an als der geschützte Schutzmann der deutschen Faeser-Partei vor deiner Tür gestanden hat und hat gesagt, ich will jetzt mal alles mitnehmen. André, erzähl mal, wie das war. Also unter dem Bademantel trägt man bekanntlich nichts und ich hatte keinen Bademantel an. So, der Rest ist eurer Fantasie überlassen. Nein, es ging natürlich in dem Sinne heiß her, dass eine sehr große Anzahl von Polizisten und auch anderen Behördenkräften bei mir eingeritten ist, das Schloss aufgebrochen hat und sich meines Gutshofes mehr oder weniger bemächtigen wollte oder auch bemächtigt hat, zeitweise, man muss es ja so sagen, ihren Auftrag natürlich dabei hatten, ihre Dienstanweisung, das Urteil des Gerichtes, auch des Gerichtes in Halle, was ja bei mir das nächstliegende ist, alles nochmal viel Papier dabei hatten und mir fiel dann tatsächlich doch Folgendes auf. Natürlich hatten diese Beamten ihren Auftrag, den mussten sie umsetzen, aber sie haben das in einer Art und Weise getan, wo ich gemerkt habe, es ist ihnen in großen Teilen auch unangenehm. Es ist ihnen unangenehm, das jetzt wirklich durchführen zu müssen. Ob sie das machen oder nicht, müssen sie ja ihrem Gewissen natürlich logischerweise verantworten. Und bemerkenswert war eine kurze Stelle, als ich dann sagte, so liebe Freunde hier,
Ihr seid ja auf meinem Grundstück und ich werde jetzt mal ein paar Fotos machen von dem, was hier geschieht. Das darf mir ja nun niemand verwehren, wie hier alles verladen wird. Es waren ja LKWs da, Fahrzeuge da. Und wer nicht auf die Fotos möchte, wer nicht moralisch in Mithaftung genommen werden möchte, geht bitte beiseite und da stoppen sie alle auseinander. Niemand wollte auf den Fotos dieser Missetat verewigt sein. Und es kamen danach auch wirklich einige zu mir, die ich persönlich kenne, auch vom Polizei- und Ordnungsamt, und sagen, naja, Herr Bockenburg, wir müssen das natürlich jetzt machen. Wir wissen auch, dass sie quasi in Berufung gehen, dass sie in Rechtsstreit geben. Wir haben auch gehört oder wir nehmen an, dass sie auch ein Eilverfahren anstrengen. Und der eine oder andere sagte mir sogar, er wünscht Kompakt viel Erfolg dabei. Daran sieht man, auch diese Menschen sind nur Menschen. Sie sind leider noch viel zu sehr von diesem Staat gepackt und hängen noch an den Schnüren als Marionetten. Aber auch bei diesen Menschen beginnt das Umdenken. Und ich will mal sagen, es dauert lange, der Deutsche und vor allem auch der deutsche Beamte, das ist schon ein ganz eigener Mensch. Aber ich habe gemerkt, das Nachdenken beginnt und wir haben, es hat nicht lange gedauert, auch einen riesengroßen Etappensieg errungen. Und ich kann nur noch mal eines sagen, auch, dass dieses Thema Kompaktverbot täglich diskutiert wurde, täglich in den Medien war, es unzählig viele Demonstrationen dagegen gab, hat mit dazu geführt, dass ein Richter gesagt hat, so weit geht's nicht, Nancy Faeser, hier sind Sie übers Ziel hinausgeschossen und Nancy Faeser eine regelrechte Klatsche kassieren musste. Dafür Dankeschön. In dem Zusammenhang haben wir sofort, als es passiert ist, natürlich T-Shirts machen lassen, weil zwei Tage nach der Missetat an dem Dienstag, ich glaube der Donnerstag war es dann, hat es in Chemnitz eine Pro-Kompakt-Kundgebung von den Freien Sachsen gegeben. Einen Tag später hat es diese Pro-Kompakt-Kundgebung in Chemnitz gegeben und dort sind zwei Patrioten verhaftet worden, weil sie ein Kompakt-Logo noch auf ihrem T-Shirt hatten. Das muss man sich mal vorstellen, wie weit der Wahnsinn in unserem Land gekommen ist. Wir haben T-Shirts machen lassen, als wir das Kompakt, das C vorne weggenommen haben, mit einem K ersetzt haben, in Klammer gesetzt, der Freiheit sozusagen beraubt. Und wer die Bilder noch vor sich hat, als Jürgen Elsässer mit der Faust zwei Stunden nach diesem Überfall auf sein Privateigentum und auf seine Firma mit der Faust dagestanden hat und symbolisch gesagt hat, ich werde weiterkämpfen, ich werde weitermachen, egal was hier passiert, ich bleibe am Ball. Hier gibt es noch einen Restbestand der T-Shirts. Wer da noch eins mit nach Hause nehmen will, gerne hier vorne erhältlich. Und jetzt, André, du hattest ja das Sommerfest. Kommen wir wieder nochmal zum Gut Nöbetitz. Das Sommerfest für Kompakt, alles schon soweit vorbereitet, hattest Räume renoviert, hattest den Rasen gemäht, hattest deinen Schafen gesagt, wo sie langlaufen dürfen und hattest somit die Wochen vorher eine Menge an Arbeit, auch eine Menge an Aufwendungen für dein Gut, um für uns alle ein sehr, sehr schönes Fest dann durchführen zu können mit Kompakt, mit den Freien Sachsen wäre es gewesen, AfD hatten wir auch als Redner dabei. Und es wäre ein wunderschönes Sommerfest, friedlich in Stößen, so wie man es gewöhnt ist, geworden. Faeser hat einen Strich daraus gemacht und natürlich bist du dort ein Stück weit auch auf deinen Kosten, auf deinen Mühen sitzen geblieben, zumindest vorerst. Und aus diesem Grunde haben wir, ich glaube, wir hatten so eine kleine Misswahl gemacht und haben gesagt, wir nehmen die schönsten Damen, die heute hier in Delitzsch sind, ohne allen anderen zu nahe treten zu wollen. Die haben eine kleine Milchkanne, weil seine Schafe geben nicht so viel Milch, dass sie in eine große Kanne passt. Also der André hat von seinen Schafen immer nur die kleinen Milchkannen. Die haben wir heute zwei Stück mal hierher gebracht. Die Schafe müssen mal bis morgen warten für die nächste Milchabgabe sozusagen. Und die Mädels gehen mit diesen Milchkannen mal hier durch die Reihe und erhoffen und erbitten und wir alle
erbitten von euch eine kleine Spende, damit wir in dieser Arbeit, in diesem Tun fortfahren können und dann auch in Vorbereitung auf das Herbstfest, das erste Novemberwochenende, 1., 2., 3. November in Stößen, wo wir uns alle dann sehen, dann auch wieder alles hervorragend vorbereitet ist. Mädels, ihr legt einfach mal los. André, ich denke, das ist doch auch in deinem Sinne, oder? Das ist natürlich auch in meinem Sinne und ich möchte anfügen, wir nehmen die Spende natürlich jetzt nicht für mich privat, sondern das ist eine Spende an den Aufbruch Deutschland. Und der Herr macht es natürlich ganz toll. Was haben wir hier für eine Pfeife? Genau. Wir nehmen das natürlich als Spende für die Interessengemeinschaft Aufbruch Deutschland, mit der wir ja viele Veranstaltungen unterstützen, gemeinsam mit Kompakt und anderen. Und werden natürlich auch jetzt am Anfang November ein weiteres Fest, ein Scheunenfest abhalten. Mehr als zu pfeifen haben sie eben nicht. Und ich will noch mal eine kurze Anmerkung machen zu dem, was der Eckbert gesagt hatte. Nach dem Kompaktverbot gab es tatsächlich sofort viele Solidarisierungsveranstaltungen von den Freien Sachsen, von der AfD, von ganz vielen rundherum. Und an dem besagten Mittwoch, als Leute wirklich verhaftet wurden, weil sie noch ein Kompakt-Logo auf dem T-Shirt hatten und viel Polizei vor Ort war, um das auch durchzuführen, geschah nicht sehr weit weg. Ich glaube 50, 60, 70 Meter weiter weg, geschah wieder mal in Chemnitz eine Messerattacke. Dort war in dem Moment kein Polizist zur Stelle. Hauptsache, Leute mit Kompakt-T-Shirt wurden verhaftet. Das zeigt, dieser Staat ist am Ende. Wir müssen ihn wieder herrichten. Und ihr habt es gerade live in Wort und Ton gehört. Das System pfeift auf dem letzten Loch. Ging mal hier vorbei, ein kleines Fietschen noch. Mehr ist von diesem System nicht mehr zu erwarten. Wir machen eine kleine Pause, wo ihr vielleicht noch mal ein Getränk holen könnt, wo ihr euch einfach auch mal miteinander noch mal unterhalten könnt. Herr Kapellmeister, wir machen so ein leichtes Hintergrundpausenmusikchen. Das hat er drauf, der Markus. Und in 10 Minuten, Viertelstunde machen wir dann hier mit den Reden weiter.